Moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Bester Rade Let's Play hier bei uns auf dem Kanal. So, die Tage werden ja weniger, bis die Karte rauskommt. Am Samstag ist es ja soweit. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch alle. Also, die meisten freuen sich, das weiß ich. Wir verkaufen jetzt noch Sojabohnen, was ich gestern ja schon gesagt hatte. Dann wird die noch einmal verkaufen und danach müssen wir unser Feld fertig probern. Also, müssen wir mal ein klein bisschen Geld in die Tasse spülen. Das hilft einfach nichts. Heute ist hier bei mir ein bisschen viel los an der Straße, aber ihr seid mit geschlossenem Fenster, das ist einfach. Wenn das jetzt mal ein bisschen lauter wird, weil da irgendwie ein Traktor vorbeifährt, das bitte ich zu entschuldigen. Das liegt leider nicht in meiner Hand. Ich würde das gerne anders machen, aber auf der anderen Seite ist leider das Badezimmer und im Badezimmer zocken kommt irgendwie nicht so gut. Deswegen müssen wir da jetzt momentan leider mit leben. Bald ist ja auch wieder Herbst, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Nee, andersrum. Wie auch immer. Da vorne haben wir so. Also Moment, ich bin was für der Preis. Ich bin aber. Manchmal bin ich auch ein Schussel, ne? Sojabohnen. 1320. Muss ich ja noch ausrechnen. Aber ich meine. 1320 mal 42. 55.440 Euro. Das ist auch meine Kaufnummer. So. Ich habe noch bei Sonnenblumen. Kann ja nicht funktionieren. Dann haben wir das. Müssen wir das nochmal eintragen. Das zeige ich nämlich euch dann wieder mit hin. Einen Moment. Dauert immer so ein bisschen, bis das aufploppt. Dann haben wir 11.09.2018. Sojabohnen. Tage. Für 1320 Euro macht 55.400. Diesmal mache ich den Hauptmonitor, die Bildschirmaufnahme auch vorher weg, dass das wieder so aussieht. Ich zeige euch mal ein bisschen gerade rumfahren. Ich glaube, die Post kommt. Unser Hund bellt. Hier haben wir schon Mais stehen. Das kleine Feld gehört ja auch mir. Das wäre Samstag. Wie gesagt, Samstag wollen wir ein bisschen Mais machen. Für Mais fahren. Jetzt machen wir da nochmal mein eigenes Feld fertig drüber. Das muss ich auch noch ansehen. Da muss noch Mais drauf, damit wir da auch ja, Samstag auch Mais ernten können. Sonst wäre das nichts. Jeder wen oder nicht rein. Mensch.
Naja, kommen doch hier hin. Also noch, da muss ich mir den auch einen neuen Platz versuchen. Samstag kommen die hier nicht mehr hin, weil dann muss der Mais hier rein. Ich habe auch erstmal komplett so gehen lassen. Wo haben wir denn noch? Ein Feld. Ein anderes Feld. Ja, dann holen wir nicht. So zum Hof fahren, machen wir hier erstmal. Werde ich jetzt. Aber mal schön mit GPS. Ja, ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Irgendwie fällt mir heute Morgen noch nichts ein. Ich sollte vielleicht doch mal wieder anfangen, die Folge nicht irgendwie immer an dem Tag aufzunehmen, wo sie rauskommen. Ah, ein bisschen weniger Stress. Aber ich kann mal. Also, es wird am. Also, die Redrivers sind ja nun auch am. Restaurade spielen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Da sind, ich weiß, da sind ein, zwei Fragen schon aufgekommen. Warum denn die Wii-Drivers auf der Karte spielen dürfen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Chris hat, also die Wii-Drivers, Chris, die haben halt ein bisschen, wir haben halt auch mit, an der Map mitgeholfen. Eine Güte. Das ist, deswegen dürfen die halt auch schon vorab auf dieser Karte spielen. Das dazu. Und, es ist auch letztens schon die Frage gekommen, ob es eine Map-Vorstellung gibt. Noch nicht. Wird am Freitag veröffentlicht. Also Map-Vorstellung kommt am Freitag. Weil ich brauche 2 Wochen, bevor die Map draußen ist, brauche ich keine Map-Vorstellung machen, weil dann hat es eh jeder vergessen. Deswegen, also die Map-Vorstellung selber kommt am Freitag. Es gibt auch zu jedem Hof noch eine Vorstellung, wo auf dem Hof was ist. Welcher Hof welcher ist, das, also ich werde das heute auch in den, also welcher Hof welcher ist, werde ich halt auch in der Map-Vorstellung erwähnen, aber den Rest, ich auf die einzelnen Höfe werde ich in separaten Videos eingehen. Falls auch mal eher niemand eine Frage hat, wie, wo ist denn auf dem Hof das und das. Das mache ich, wie gesagt, in separaten Videos, dann kann man sich dieses Video angucken und muss nicht die ganze Map-Vorstellung angucken. Eine Map-Vorstellung wird natürlich nicht mit in 3 Minuten erledigt sein. Nicht bei so einer großen Karte. Dementsprechend, aber das werde ich dann alles, das wird es alles bei uns auf dem Kanal geben. Und dann, ja. Das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, also Map-Vorstellung kommt am Freitag. Wahrscheinlich Freitagnachmittag. Aber ich weiß nicht, ob vor der Let's Play-Folge oder nach der Let's Play-Folge, das muss ich noch schauen. Aber die, wie gesagt, die kommt und dann könnt ihr euch da auch ein Bild von der kompletten Karte machen. Derzeit laufe ich einmal über alles rüber, zeige euch alles soweit und werde auf die einzelnen Höfe, werde ich halt separat nochmal eingehen. Damit halt, wenn später mal Fragen sind, dann braucht man beim Pitstop Forum, werden sie halt verlinkt und auch bei uns immer müsst ihr halt, oder bei unserem YouTube-Kanal, man müsste dann nicht aber dass man nicht in der Map-Vorstellung so lange suchen muss, wo wird mein Hof gezeigt, werde ich halt wiederholen mich hier in einer Tour. Ne? Wie gesagt, da werde ich halt sagen, so Hof, hier Getreidehof, Haupthof, Schrägstrich, Getreidehof, Kartoffelhof, Rindermast, Schweinemast, Kuhhof, Schafhof, Schweinehof. Darauf werde ich halt separat eingehen.
dass da alle so ein bisschen, wenn sie eine Frage haben, da vielleicht schon ihre Antwort kriegen. Der Advanced halt für Support, LS Pitstop Forum, Underdawned Facebook-Seite, auch gerne an Olaf und mich wenden, also an die Zockerbrüder, wo wir helfen können, helfen wir. Ich sage aber auch da direkt, also Fragen mit, also wie gesagt, Support-Fragen, alles kein Problem, mit Fragen, warum ist das und das nicht auf der Karte verbaut, die werden wir nicht beantworten. Weil die Map ist so, wie sie ist und weil wenn etwas nicht verbaut ist, hat es seinen Grund. Das ist halt einfach so. Und ja, also Support hauptsächlich über das Pizza Forum, weil es am einfachsten ist, über ein Forum bei Support zu machen als über eine Facebook-Seite. Einfach so. Aber wie gesagt, das sollten wir alles schon hinkriegen. Dann haben wir noch schon schön über 2 Monate Zeit, von alle gemeinsam auf der Restaurade zu spielen. Bis vor der 19 rauskommt. Seit Fragen kommt die Map für den 19er. Können wir noch nicht beantworten. Ich teil, das hatten wir auch im letzten Livestream schon erörtert. Kommt halt ganz drauf an, wie viel Arbeit das ist. Es ist relativ einfach. Einfach ist sie zu konvertieren und nicht wie vom 15er auf 17er man alles neu machen muss, weil sich irgendwie grundlegend was geändert hat. Eventuell. Wenn aber der Mapper jetzt sagt, nee, also nochmal komplett neu aufbauen tue ich sie nicht, weil ich will mal was anderes machen, ja, dann ist das so. Dann müsst ihr und wir das respektieren und dann ist das so. So leid mir das tut, aber denn er will halt auch mal was anderes machen, also außer die Westerade. Vielleicht gibt es ja dann auch eine neue Map, die genauso gut ist, vielleicht sogar noch besser. Das müssen wir dann halt mal schauen. Aber da einfach bis dahin fließt noch viel Wasser den Berg hinunter, wie man so schön sagt, und einfach abwarten und Tee trinken. Also es wird von Amazon auch im 19er noch irgendwas geben. Was es geben wird, weiß ich nicht, ob es nochmal den Multitrailer geben wird, ob der Getreidecontainer auch in den 19er kommt. Also mein letzter Stand, was den Getreidecontainer angeht, ist, der sollte jetzt im Modhub eingereicht werden. Das war jedenfalls das, was ich so mitbekommen habe. Ob der jetzt schon eingereicht ist, weiß ich nicht. Und wenn er eingereicht ist, weiß ich auch nicht, wann er im Modhub rauskommt, wenn im Modhub überhaupt noch was rauskommt. Das ist halt auch so, da ist ja nun seit der Gamescom auch nichts mehr passiert. Ja gut, höchstwahrscheinlich ist es gerade, wo ich hier aufnehme, schon irgendwas im Mod veröffentlicht worden wieder, da stehe ich wieder wie der letzte Idiot da. Nein, das muss ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob der schon reingereicht worden ist. Ich versuche das mal in Erfahrung zu bringen zur nächsten Folge. Kann ich euch da vielleicht mehr zu sagen. Da war die Blübel. Mein Handy mal Blübel. Ich muss hier fertig drüber, dann muss ich hier noch. Was habe ich denn jetzt eigentlich an Düngestufe hier drauf? Das interessiert mich ja jetzt mal. Die erste. Ja, muss ich ja noch einmal düngen und dann Mais ansehen und dann kann ich es nochmal spritzen. Also ihr seid, wundert euch nicht, wenn ihr in den nächsten Folgen auch wieder auf dieser Map seid. Auf dieser Map. Ja, also auf dieser Map seid ihr definitiv. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass wir wieder auf diesem Feld sind, meine ich. Meine Güte, Frank. Kannst du einen Blödsinn labern am Loch? Hallo? Ende doch mal. Also manchmal, ne? Aber auch nur manchmal. Da labere ich ja einen Blödsinn zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich bin froh, dass ihr euch das alle noch so zahlreich antut, wie ich hier sitze und einfach nur vor mich hin Blödsinn rede. Und mich dann wieder fast bin und 5000 Mal wiederhole, weil ich irgendwie
nicht merken kann, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Sollte mir vielleicht ein Drehbuch schreiben. Oder also Stichpunkte. Stichpunkte wären schon toll. Darüber willst du reden. Doktor, kannst du abarbeiten. Das mache ich sowieso nicht. Ich habe schon wieder vergessen, in den Bot einzutragen, dass man mit dem Bot mehrere, dass wir beim Stream mit dem, dass der Bot da mehrere Spiele drin hat. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Geschweige denn, dass ich die Sounds leiser gemacht habe von den Eingangssounds. Fallen immer die Kopfhörer bei drunter. Ich werde hier aber jetzt nochmal feldfertig rubbern. Dann mal nebenbei oder zwei Wochen vorher werde ich die Folge mal rendern und hochladen. Und ich hoffe, ihr habt heute auch wieder Spaß mit der Folge. Ich sag mal, die Aufrufzahlen, ich bin so begeistert, dass das so gut ankommt. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Unsere Abozahlen steigen täglich. Das finde ich einfach, es ist einfach schön. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Immer artig bleiben. Ciao.